Bei frühlingshaften Temperaturen geht es heute für die Nachwuchsadler raus aus dem idyllischen Nesselwang und rauf auf die Schanze im benachbarten Füssen. Das erste freie Training unter Wettkampfbedingungen steht an und na klar, die Anspannung bei den Kids ist spürbar. Also wenn man halt eine Schanze zum ersten Mal probiert, dann mache ich halt so, schon wie ich es gesagt habe, probiere ich es erstmal aus und dann tasse ich mich langsam ran. Manchmal kribbelt es, aber manchmal auch nicht. Zu Beginn noch etwas zaghaft steigern sich die Schülerinnen und Schüler von Sprung zu Sprung. Mutig sein, das ist hier die Devise bei den tollkühnen Kids. Der Nervenkitzel ist vorprogrammiert. Nicht nur die Athleten kostet es Überwindung, auch für die Eltern ist es kein leichtes Unterfangen, die eigenen Schützlinge durch die Lüfte fliegen zu sehen. Ja, es ist schon ein ganz schön mulmiges Gefühl, wenn man da zuguckt. Ne? Ist mal den Mut aufzubringen, überhaupt da oben runter zu fahren. Und dann ist schon sehr wechselhaftes Gefühl. Doch was macht diesen Sport eigentlich so besonders und wie kommt man als junger Athlet zu dem Entschluss, sich für das Skispringen zu entscheiden? Meine Lehrerin hat uns einen Zettel gegeben und da ist drauf gestanden, probier mal Skispringen aus. Meine Schwester hat auch mal Skispringen gemacht und da hat meine Schwester mal gesagt, du kannst ja mal mit nach Scheibenberg kommen. Eigentlich durch meinen Bruder, weil der hat damit angefangen. Dann hat mein Opa mich bei Skispringen mal angemeldet und seitdem mache ich das. Gesund und heil bleiben, das ist das Motto dieses Trainingstages. Und auch wenn es hier und da noch den einen oder anderen Wackler gibt, das Potenzial der Sportler ist allemal zu erkennen. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist elementar. Skispringen erfordert eine gewisse Art und Weise Mut und eine gewisse nordische Ausbildung. Ja, was bringt man mit? Freude an der Bewegung und Spaß am Fliegen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Aber auch die Bedingungen spielen eine wichtige Rolle und die waren heute top. Der Veranstalter hat sich unheimlich bemüht, hier die Schanzen wirklich in erstklassigen Zustand zu bringen, muss ich sagen. Und wir sind super untergebracht. Die Kinder sind total glücklich. Zum Abschluss eines gelungenen Trainingstages gehört, wie könnte das anders sein, ein warmer Tee. Bestens vorbereitet und mit voller Konzentration können die Nachwuchsadler nun den Wettkämpfen der nächsten Tage entgegenfliegen.